Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Kürzlich habe ich ein Video veröffentlicht, in dem ich euch zeige, welche herzhaften und süßen Snacks ich selber für meine Familie und Freunde zubereite. Eine gesunde Alternative zu der Industriekost und den Fertigprodukten, die man so im Supermarkt kaufen kann. In diesem Video habe ich auch ganz kurz Energiebällchen gezeigt, verschiedene Energiebällchen. Und heute präsentiere ich euch ein Rezept für ein wunderbar schokoladiges Energiebällchen. Das Rezept stammt nicht von mir selbst, sondern von Deine Ernährung. Ich verlinke euch auch die Seite von Deine Ernährung unter diesem Video bzw. dem Blog von Deine Ernährung. Dort findet ihr ganz fantastische, rohköstliche Rezepte. Das sind die Zutaten für die schokoladigen Energiebällchen. Wir benötigen 150 Gramm Walnüsse, 50 bis 60 Gramm Datteln, ich habe hier ca. 60 Gramm Medjool-Datteln, 50 Gramm Rosinen, ich habe hier grüne Rosinen, 20 Gramm Kakaopulver, ihr könnt aber auch Karo-Pulver verwenden, wenn ihr das anregende Theobromin im Kakao vermeiden möchtet, ein Teelöffel Zimt, ein halber Teelöffel Vanillepulver, und 20 Gramm gehackte Nüsse. Ich habe hier Mandeln gewählt. Die Walnüsse, die Medjool-Datteln, die grünen Rosinen und den Zimt habe ich in Bio-Qualität bei Süß und Clever bestellt. Dort bekommen Erstbesteller 10% Rabatt auf ihren Warenkorb. Ihr findet den Link zu Süß und Clever und den Gutscheincode unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Süß und Clever bietet auch Kakaopulver an, allerdings habe ich dieses hier bei Keimling bestellt, Kakaopulver in Rohkostqualität. Ihr könnt für die Zubereitung dieser Energiebällchen eine Küchenmaschine verwenden oder einen Hochleistungsmixer. Als erstes zerkleinere ich die Walnüsse in meiner Küchenmaschine. Dann gebe ich bis auf die gehackten Mandeln die restlichen Zutaten dazu. Die Medjool-Datteln werde ich noch etwas kleiner schneiden. Das Ganze mixe ich jetzt gut durch, bis eine homogene Masse entsteht. Fertig ist der Energiebällchenteig. Falls der Teig bei euch zu trocken ist, dann einfach noch etwas Wasser dazugeben. Und jetzt wird der Teig einfach zu Kugeln geformt und diese werden in den gehackten Mandeln gewälzt. So sehen die leckeren, schokoladigen Energiebällchen dann aus. Wie schon erwähnt, stammt das Rezept von Deine Ernährung. Und Deine Ernährung sind Ulrike und Jürgen Eder. Beide haben eine wertvolle Fernausbildung ins Leben gerufen, die Fernausbildung zum Ernährungsberater mit Schwerpunkt Rohkost. Und diese Ausbildung wurde kürzlich mit zu den Top-Fernschulen gekürt und sie bekamen den Platz 1 in Top-Inhalte, Top-Material und Top-Campus. Ich habe die Unterlagen für die Ausbildung auch zu Hause und ich kann das nur bestätigen, diese Unterlagen sind sehr lehrreich und ansprechend gestaltet, also bekommt von mir auch das Prädikat empfehlenswert. Neben den Unterlagen zur Basisausbildung gibt es noch das Pluspaket, da gibt es noch einige extra Module dazu, zum Beispiel zum Thema Wildkräuter, Hippokrates-Style, vegane Ernährung, Schwangerschaft und kürzlich kam noch ein ganz, ganz wichtiges Modul dazu, das ist die körperliche Entgiftung. Wenn ihr euch für diese Fernausbildung interessiert, dann schaut gern bei Deine Ernährung vorbei. Ich verlinke euch ihre Seite unter diesem Video bzw. findet ihr ihre Seite im ersten angepinnten Kommentar. Ich hoffe, euch hat dieses Rezept gefallen. Meine Jungs sind zumindest begeistert. Die haben in den letzten Tagen alle Energiebällchen aufgegessen. Das Glas ist leer. Ich möchte zum Schluss noch erwähnen, wenn man sich ein bisschen mit Lebensmittelkombinationen beschäftigt, dann wird ersichtlich, dass die Kombination Fett und Zucker nicht zu den gesündesten Lebensmittelkombinationen zählt. Allerdings möchte ich mit diesem Rezept und auch mit anderen Rezepten eher eine gesündere Alternative zu den Fertigprodukten im Supermarkt aufzeigen. Ich freue mich über eure Gedanken und Meinungen zu diesem Video. Ich wünsche euch eine wundervolle Zeit, ihr Lieben. Bis ganz bald.